Guten Abend. Hallo, herzlich willkommen zu Ulig Stilles Örtchen. Kleiner Schlingel 13, du bist schon wieder einer der Ersten, wie schön. Isabella 14, ich grüße euch herzlichen Gruß zu Ulig Stilles Örtchen. Es ist 22.15 Uhr am Sonntagabend und es ist wieder Stille Örtchenzeit. Ich bin bereit, ihr auch? Guck mal hier, können wir ein bisschen mehr Licht heute machen. Manchmal brauchen wir ja ein bisschen mehr Licht, oder? Fangen wir gleich an. Heute, ich bin ja sehr gespannt, heute kommt ein großartiger Gast zu mir. Wie immer eigentlich. Eigentlich, was heißt eigentlich? Eigentlich immer. Also immer, sozusagen nicht eigentlich. Entschuldigt. Heute ist nicht mein Tag. Oder vielleicht doch, jetzt wird er zu meinem Tag. Warte mal jetzt, guck mal, ich kriege noch nicht mal hin, das Intro zu starten. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ulig Stille Wörtchen, wo endlich mal Zeit ist, in Ruhe zu reden. Begrüßen Sie mit mir unsere wundervolle Gastgeberin, Elena Ulig. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Ulig Stillem Örtchen, wo wir endlich mal in Ruhe reden können. Ich sage euch was, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe gerade noch versucht, die Mäuse ins Bett zu bringen, sozusagen. Und irgendwann habe ich so ein Tier in der Apotheke gekauft, was man warm machen kann. Ja? Einen gleichen Lippenstift am Zahn. An dieser Stelle möchte ich auch auf jeden Fall und Gretel, meinem Unterstützer, danken für diese tolle Farbe und überhaupt. Und wenn der Herr Beisenherz heute ins Bett gegangen ist, weil der muss ja früh raus, weil der macht ja Apokalypse und Filterkaffee seinen Podcast, dann habe ich noch eine Überraschung für euch. Genau. Und das sage ich euch nachher. Auf jeden Fall habe ich irgendwann dieses Tier gekauft, was man in den Backofen tun kann oder in eine Mikrowelle. Ja? Ich bin mir auch gar nicht sicher, was besser ist, energiesparender, ob die Mikrowelle, die man kurz anmacht, oder Backofen, den man ja 20 Minuten anmachen muss. Auf jeden Fall habe ich dieses Tier gekauft und du darfst die Mikrowelle, die ich eigentlich, glaube ich, die ist irgendwann mal angeschafft worden und die wird auch nur für diese Säckchen, Kirschkernsäckchen, Stofftierkirschkerne, sonst irgendwas verwandt. Und du darfst die nicht auf ganz heiß stellen und dann darfst du höchstens 1,5 Minuten machen. Und dies ist eine Giraffe und meine Tochter sagte, sie friert und sie braucht die Gaffe. So, also ich dieses Tier da reingetan und habe nicht gesehen, dass diese Hitzequelle jemand auf heißer gestellt hat. Wer auch immer das war, das klären wir heute noch. Auf jeden Fall habe ich auf 1,5 Minuten gedreht, bin in die Küche gegangen und es stank herrlich verbrannt. Dann bin ich zurückgerannt und Fakt ist, dieses Tier ist aufgeplatzt und in der Mikrowelle angebrannt und alles ist ausgelaufen. Dann natürlich ein großes Hallo, weil natürlich meine Tochter jetzt die Gaffe haben möchte und die nicht haben kann. Ja, damit fängt schon an. Das hat den ganzen Tag heute, habe ich schon wieder Lippenstift am Zahn. Gibt's ja gar nicht. Heute kriege ich es ja wohl nicht hin. So. Weg damit. Und dann habe ich weiß nicht, ob ihr das kennt, lasst uns doch mal, wie der Herr Karl sagen würde, ein Freundengespräch führen. Und sagen alle Männer, die jetzt zuhören, haltet euch mal die Ohren zu. Kennt ihr das, dass man so ein Hexenhaar entdeckt? Kennt ihr das? Hier so, irgendwie, unten. Ich habe auch das Gefühl, es werden immer mehr. Ob das so was mit dem Alter zu tun, auf jeden Fall kommen, die sind die plötzlich da. Die sind über Nacht, ist da plötzlich so eine Borste. Kennt ihr das? Und auf jeden Fall habe ich dann diese Borste mir vorhin gezogen. In diesem Atemzug habe ich festgestellt, dass mir bei den Augenbrauen, wie bei Theo Weigel, plötzlich so graue Augenbrauen raussprießen. Die waren vorher auch nicht da. Es ist ja so, ihr seht ja, wie dick die jetzt geworden sind. Ich habe die ja sozusagen, habe jetzt gedacht, wir sind im Lockdown, jetzt kann ich sie endlich mal nicht zupfen, sondern lasse sie nachwachsen, weil sie mir immer dünner gezupft habe. Und dann habe ich diese weißen Haare probiert, vorhin mit meinen Augen da rauszuzupfen, auch mit dem Mach-10-Spiegel und habe dann immer so die Augenbrauen so gemacht, um das weiße Haar zu finden. Auf jeden Fall habe ich mir, glaube ich, jetzt Löcher in die Augenbrauen reingezupft. Okay. Das sind alles keine schweren Probleme, aber das sind halt Probleme, die wir Frauen untereinander doch kennen. Ich meine, die Männer machen sich überhaupt keine Gedanken um ihre Augenbrauen. Da würde mich natürlich interessieren, was mit dem Herrn Beisenherz ist, ob der sich auch nicht Gedanken über seine Augenbrauen macht. Vielleicht macht er das. Und ihr habt auch schöne Fragen gestellt, die stelle ich ihm gleich. Ich werde ihn mal gucken, ob ich ihn reinholen kann. Es gibt ja ganz viele neue Features hier bei Instagram, was ja völlig verrückt ist. Kann jetzt so Filter machen. Ja, Nasenhaare kriegst du? Wirklich? Oh Gott, hier. Oh, herbei. Mitten ins Guten Tag. Freundinnengespräch. Ja, Entschuldigung. Ja, ja. ja.
Wir waren ja beim Thema und? Augenbrauen. Naja, ich komme jetzt ja auch langsam in das weigeleske Alter, in dem man da durchaus schon mal gucken muss. Ne? Schneidest du die? Im Zweifel. Meistens macht es ja irgendeine Maskenbildnerin, eine Gnädige, die dann, wenn man für irgendeine Sendung fertig gemacht wird, dass sie dann, dass sie einfach kurz mal da was macht. So. Ja, und man weiß eigentlich nicht genau, was sie gemacht hat, ne? Aber ja, hinterher sehen sie besser aus. Aber ich habe wirklich heute festgestellt, ich glaube, ich habe auch noch eins, dass ich in den Augenbrauen graue Haare kriege. Ja, das habe ich noch nicht. Ich kriege es also sonst ja auch. Am Bart? Eigentlich. Am Bart? Ja, wenn er länger wird, dann wird er hier so grau, dann sehe ich aus wie so ein Rauhaardackel. Das ist auch dann nicht so schön. Das ist auch nicht so gut. Und was diese Hexenhaare angeht, ich erinnere mich, dass meine verstorbene Oma väterlicherseits, um die habe ich mich immer sehr viel gekümmert zur Zeit, als ich noch nach der Schule Zivildienst und so gemacht habe. Da bin ich dann so 2-3 Mal die Woche hingefahren und habe dann unter anderem auch mit ihr in der Küche gesessen. Sie saß dann auf dem Stuhl und dann habe ich ihr so den Bart so ein bisschen, die hatte dann auch so ein bisschen Bart. Dann habe ich ihr dann so den Bart so ein bisschen rasiert. Ja, habe mich so. Aber das rasieren war ganz darfst du ja nicht. Du musst ja eigentlich. Ja, also ich weiß gar nicht mehr, ob ich gezupft oder rasiert habe oder so. Auf jeden Fall war sie ganz glücklich. So, das war eine ganz schöne Situation. Wir saßen dann halt, so waren zusammen in der Küche. So. Und da habe ich dann mich um sie gekümmert und habe dann so saß sie da und ja. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Bei meiner Oma war das auch, dass die plötzlich irgendwo, aber das ist ja dann fast ein Zentimeter. Weißt ja, und vor allen Dingen über Nacht. Das ist ja spannend, über Nacht. Ja, so und nicht so eine. Und denkst du, wo kommt er denn jetzt her? Ja. Das hast du ja, das kann ja dem Mann an sich ja gar nicht passieren. Nein, der Mann hat ja eher das Problem, dass das halt einfach weg ist, über Nacht. Und zwar mehrfach, also in gebündelter Form. Und aber dann ja meistens. Haarausfall? Nee. Es wurde schon mal dünner, ja. Es wurde schon mal dünner in einer Phase, in der ich wirklich sehr viel Stress hatte. Das mir also dann so, ja. Bedingt. Ja, gehe ich mal von aus, ne? So, aber das weiß ich schon. Es gab so eine Zeit, in der das wirklich signifikant weniger wurde, ja. Aber du hast keinen Kreis runden gekriegt, sondern einfach nur so das, was aussieht. Ja, es war schon da oben irgendwo, ne? Aber es war dann halt, war natürlich jetzt auch keine Stelle, wo man sagt, das hätte ich jetzt gerne die nächsten Jahre noch mehr davon. Also ich hätte gerne mehr Haare, aber nicht mehr Ausfall. Ja. Nee. So, ja. Ich hatte das ja bei meinen Schwangerschaften, da sind die mir auch büschelweise ausgegangen. Ja. Also ich sehe, mit dir kann man ein herrliches Freundinnengespräch führen. Hast du denn auch verlängerte Nasenhaare? Jetzt aktuell gerade nicht. Auch Nasenkant angelegt. Auch das ist, wie gesagt, ich bin jetzt in einem Alter, in dem das solche Phänomene tendenziell eher mehr als weniger werden. So. Ja, du bist ja noch deutlich jünger als ich. Du bist ja 77er Baujahr und bist ja Krebs. Ja, aber das macht mich ja nicht jünger, dass ich Krebs bin. Oder ist das jetzt, ist da irgendwie so eine eingebaute hormonelle Bremse sind? Ist da eine hormonelle Ausgangssperre? Ja. Der Krebs bleibt länger jung. Ach, wirklich? Glaube ich. Okay. Das musst du meiner Stirn mal erzählen, Will. Die hat das nämlich noch gar nicht mitbekommen, diese Information. Ja. Ja, aber das ist ja beim Mann immer Sex. Das ist ja eine Denkerstelle. Das möchte ich dazu auch sagen, was sehr lustig ist. Weil ich habe dich ja schon vor Monaten eingeladen. Ja. Und du bist ja sozusagen, also die Damen da draußen, der Herr Beisenherz wäre ja vor wirklich 25 Jahren wirklich mein Beuteschema gewesen. Das muss man sagen. Ich wäre auf die Jagd gegangen. Vor 25 Jahren. Und ja, wirklich, ich musste jetzt das Kompliment machen. Und das Lustige ist, dass du relativ sträflich, was ja eigentlich toll ist, mit diesem bescheuerten Medium SMSen und WhatsApp bist. Das stimmt, so, man erreicht dich relativ schwer und du antwortest auch schwer zurück. Was das bei mir zeitweise wieder sozusagen mich 20 Jahre zurückversetzt hat, wo ich Herzrasen gekriegt habe. Ja. Dachte, was habe ich gemacht? Was habe ich geschrieben? Da habe ich nochmal kontrolliert. Was habe ich geschrieben? Nein, das war nicht doof. Er wird sich melden. Ja, das stimmt. Dafür möchte ich mich auch wirklich, da möchte ich um Entschuldigung bitten. Das ist nicht böse gemeint. Das ist wirklich eins und allein meiner, ja, wie soll ich das, es wirft sich immer irgendwas anderes dazwischen. In dem Moment, wo ich antworten will, dann kommt irgendetwas und dann so. Aber es ist dann doch bei mir so, dass ich, wenn es dann wichtig ist, dann bin ich da, dann antworte ich dann noch rechtzeitig, wobei das rechtzeitig ist etwas, was ich dann ja meistens beurteile. Und
Und man kriegt mich dann schon noch zu fassen, aber das stimmt, ja, ich bin da etwas nachlässig, was das Naja, oder angeht. man muss dir konkret schreiben, was ist jetzt? Das Ja? ist, also bitte, konkret ist immer sowieso sehr gut. So So, ein langes konkret, Labern und so ja, nee, komisch um das ist, den Brei, sondern nein, ja, nein. kommst du jetzt, ja oder nein, dann bist du Genau, sofort am genau. Start. Genau, das ist, das hilft sehr. Ja, das ist wirklich gut. Du, ich habe Fragen Ja. von meinen Followern, da habe ich die Frage gestellt und da ist, interessanterweise trägst du heute gar keinen, weil da Ja. ist, glaube ich, fünfmal die Frage gekommen, wieso Rollkragen und dreimal wieso gelb? Ja, naja, zunächst erstmal, wieso Rollkragen? Weil es natürlich einfach super aussieht. So, ne? Und in der Phase, also für mich gibt es, bei mir gibt es eigentlich nur zwei Jahreszeiten. Das ist entweder Rollkragen oder Frottee-Polo. So, und das wird höchstwahrscheinlich dann jetzt dann im April, kann sein, dass es kippt. Das hängt ja vom Wetter ab. Aber der Rollkragen ist natürlich auch ein sehr gemütliches Kleidungsstück, weil es ist warm am Hals und wir haben ja sehr viele Monate, in denen es sehr zugig ist und wir andererseits ja und das Leben nach Möglichkeit irgendwie ein bisschen nach draußen verlagern, sofern es gesellig sein soll. Das heißt, wer draußen irgendwie mal mit jemandem einen Kaffee trinken will oder einen Bierspaziergang macht, der tut natürlich gut daran, dass er sich am Hals warm anzieht. Da ich jetzt aber nicht rumlaufen will wie Jogi Löw, tut es dann halt kein Schal, sondern es ist halt der Rollkragen. Und man ist mit Aber dem engt der Rollkragen ja auch dich immer gut nicht? angezogen. Nein. Aber der Nein. engt dich nicht ein? Nein, nein. Also ich muss zugeben, ich habe im Laufe der letzten Corona-Beschlussmonate häufiger einen dicken Hals gekriegt, aber nicht so sehr, als dass mich jetzt der Rollkragen so beengen würde, dass ich das Gefühl habe, ich Du kriege musst keine ihn Luft mehr. ausziehen. Ich muss ihn nicht aus. Nein, 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 nein. Und gelb, gelb, es ist ja nicht nur gelb, aber auch gelb. Aber Auch da, Farbe. ja, Farbe. Mut zur Farbe. Farbe, ja, beim Rollkragenpullover, genauso wie beim halt Frottee-Polo-Shirt, das wird noch im Sommer auf euch zukommen. Da bin ich sehr farbenfroh. Auf eine Art, wie ich mir das zum Beispiel bei Oberhemden oder T-Shirts oder so niemals zugestehen würde. Lediglich bei Rollkragenpullovern ist so ziemlich jede Farbe drin. Ja. Wie beim Hemd nicht. Nee, beim Hemd nicht. Beim Hemd nicht. Beim Hemd siehst du mich nur weiß, dunkelblau oder schwarz. Aber beim oder hellblau. Hellblau sieht natürlich auch sehr gut aus. Aber beim Aber nicht Rollkragenpullover jede rosa Farbe. oder Nein. so. Nee, beim Hemd, nee, roten wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ne, weil Nein. das ist ja auch eine Aber Trendfarbe gewesen, rosa. ja. Aber ich bin ja kein FDP-Wähler, von daher fällt das Verstehe. dann auch flach. Ja. Dann ist hier noch die Frage, was war denn das Peinlichste, was dir persönlich passiert ist? Gibt es das überhaupt? Fernsehsendung im WDR jetzt mal ausgenommen. Ja. Das Peinlichste, was mir jemand, naja, ich habe mich mal auf der Kirmes wahnsinnig auf die Fresse gelegt, als ich aber so 12 war oder 11, wollte ich den Autoscooter quer. Ich wollte die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten wählen und wollte dann einfach diagonal einmal über die Fahrtfläche, über die Fahrbahn laufen, um dann auf die andere Seite zu gelangen. Und habe mich aufgrund dieses leicht öligen Filmes auf der Fahrbahn habe ich mich einfach auf die Schnauze gelegt. Und für einen pubertierenden Zwölfjährigen Ist das eine Katastrophe? ist das eine Katastrophe. Ja, Und ich es standen bin am Rand auch diese Gruppchen von Mädchen dahin. selbstverständlich, Oh, selbstverständlich, oh, wie selbstverständlich, schrecklich. selbstverständlich. Das war wirklich sehr, sehr, das war sehr peinlich. Ansonsten, nee, ach, immer wieder irgendwelche, also es gibt immer wieder Dinge, die peinlich sind. Gerade wenn man ja publizistisch tätig ist, kann das immer wieder vor. Was mir immer peinlich ist, ist derzeit, wenn ich reflexartig auf irgendeine Meldung anspringe und mich dann wie jeder andere Trottel bei Twitter gleich über ein Thema auslasse und irgendwann feststellen muss, im besten Falle schnell, dass ich von diesem Thema auch nur die Schlagzeile und die Titelzeile gelesen habe und dann Minuten später feststelle, ah, okay. So, Aber du das bist finde ich eigentlich sehr peinlich. belesen, oder? Du liest viel. Ja, belesen ist mal so, klingt so dramatisch. Ja, ich lese viel, das stimmt. Ich Ja, lese schon. viel und in den Momenten, wo ich merke, dass ich aber zu wenig gelesen habe, bevor ich mich äußere, dann ärgere ich mich. Aha, okay. Das Ja, heißt, du wenn das. bereitest dich, weil da ist ja auch zum Beispiel hier die Frage, das finde ich dazu interessant, so viele Podcasts mittlerweile, woher kommt deine Vorliebe dafür? Naja, also die Vorliebe, wo kommt die Vorliebe her? Meistens ergibt es sich ja. Also der Fußball-Podcast hat sich so ergeben, weil zwei Freunde mich gefragt haben, ob wir das nicht machen wollen. Der Podcast mit Herrn Polak bei Audible hat sich dadurch ergeben, weil Audible mich gefragt hat, ob ich das mit Polak nicht machen will. Und
der News-Podcast, der hat sich so ergeben, weil mein Kumpel Thomas Schmidt mich gefragt hat, ob ich das nicht machen will. Weil, wenn ich sowas machen würde, würde er sich das anhören. Und weil der ein kritischer Geist ist und der nicht im Verdacht steht, nur weil wir befreundet sind, jetzt aus reiner Zuneigung und Liebe sich sowas anhören zu wollen, dachte ich, okay, wenn dieser kritische Kopf sich nach sowas sehnt, da gibt es offensichtlich vielleicht noch ein paar mehr Leute, die das tun. Und dann stellte ich fest, er hat sogar recht gehabt. Also es ist selten aus dem Impuls heraus, ich bin so genial und das muss ich jetzt unbedingt machen, sondern es sind meistens die Leute, die mich in sowas reinlabern. Aber dann bist du in die ich kann das gar nicht aussprechen. Akupunktur und Akupunktur und und Fliesentisch, Akupunktur und Fliesentisch. Bist du eigentlich reingerutscht quasi? Ich bin da eigentlich reingerutscht, wie so häufig. Guck mal, ich mach mal, guck mal, so ein bisschen Wow, heller. So. guck mal. Ja, ich bin da eigentlich reingerutscht, tatsächlich. Ja, ich meine, ich kann es natürlich verweigern. Ich hätte auch sagen können, lass gut sein. So, ich war zu dem Zeitpunkt ja auch schon nicht unterbeschäftigt. Ich habe mir ja auch mit diesem Ding ja auch wirklich mein privates Grab geschaufelt, weil ich halt einfach mir noch mal ganz ordentlich was von der Freizeit abgeknipst Ja, und habe. du bist ja auch kein Frühaufsteher eigentlich. Nein, bin ich nicht. Also, du bist Mutter von 4 Kindern. Du bist ja dann mit Kind. Das Kind ist zwar jetzt nicht jeden Tag bei mir, aber sehr häufig. Und dann bist du natürlich um das lange Schlafen ohnehin beraubt. Und ich stehe schon relativ zeitig auf, aber nicht so früh, wie man es dann für sowas machen muss. Ja, Also vor das allem, ist einfach viel Freizeit dann weg. So, ich habe ja der meinen Abend Kindern ist dahin. antrainiert, dass die sozusagen, also das sind ja alles, haben alle einen Spätrhythmus, ja, Ja. gehen spät ins Bett und stehen spät auf. Für mich ist ja die Schule ein Problem. Weißt Ja, du, für also alle ist die Schule ein ich Problem. verstehe Ja. nicht, wieso muss eine Schule um 8 Uhr beginnen? Das ist Nein, mir das ist, das erschließt sich ja, glaube ich, unbegreiflich. nein, das erschließt sich ja auch wirklich niemandem. Und wenn man mal so die eine oder andere Studie gelesen hat, dann ist ja auch belegt, dass das zum Biorhythmus nicht passt. Der Mensch ist eigentlich vor 10 Uhr gar nicht aufnahmefähig. Das ist alles totaler Blödsinn. Ich glaube, das hat wirklich irgendwas damit zu tun, dass es irgendwann in einer gewissen Zeit, ich weiß nicht, ob es die Wirtschaftswunderjahre waren oder wann, eine Verzahnung geben musste vom Arbeitsweg und dem Schulweg, dass man das in einem Abwasch gemacht hat, dass die Eltern die Blagen in die Schule bringen und dann sofort weiter zur Arbeit fahren können. Dass man gemeinsam das Haus verlässt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es ist tatsächlich bildungspolitisch, wie so vieles in diesem Land, nicht besonders glücklich. Und da weiß ich nicht, also jetzt durch dieses Homeschooling immer Ja, wieder, ja. wo du ja sozusagen also du hast die ja geweckt, eigentlich gut, Ja. im Notfall 20 Minuten vor der Zeit, Ja, warum auch nicht? warum Warum auch auch nicht? nicht, ne? Ja, So, ja. und das Bekloppte ist ja beim Großen, die mussten um 8 Uhr Präsenz, also einfach Präsenz melden, wie Ja, beim ja, Wehr. ja, 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 ja. und dann hatten die aber keinen Unterricht, sondern Ach erst so. 2 Stunden später Ach Präsenzunterricht. wirklich? Dann Ja, und müssen die sollten beim dann, Bund antreten und Meldung machen und. ja, und sollten Ist dann ja noch. sozusagen, die haben so Aufgaben gekriegt, ne, Ja. in Teams gestellt, was sie machen sollen. Aber entschuldige bitte, ob die das, aber das hat nachher keiner geprüft, sonst wäre für den nächsten Tag. Also du konntest es Ja. auch am Nachmittag machen. Das heißt, Ja. ganz viele sind aufgestanden, mussten reingehen, ja. So, ich bin da. Und Ja. Und konnten also, danach wieder Sat.1 Frühstücksfernsehen gucken oder ich was meine, das sonst. war verrückt. Ja, das ist wirklich bekloppt. Ja. Also, weißt du, wo du denkst, jetzt sind wir schon in der Zeit, dann lass die Kinder doch mal irgendwie. Ja, das Problem ist halt nur diese Zeit, von der du sprichst, die wird uns ja höchstwahrscheinlich noch eine Weile begleiten. Ich habe vorgestern noch mit einer Lehrerin gesprochen, dass sie halt eben auch sagen, dass auch die Lernerfolge immer weniger werden, dass sie schon so 20, 30% weniger Lernstoffvermittlung haben, weil alle auch da ist so wenig Zug drin, weil für alle so ein Gefühl da ist. Ja, das ist jetzt auch eine Ausnahme und jetzt muss auch nicht so. Nur das Problem ist, das geht dann ja dann irgendwann schon 1,5 Jahre. Das sind halt 1,5 Jahre, in denen die Schul- und Lernstoffvermittlung natürlich ganz schön hinterherhinkt. Und andererseits, da weißt du auch Naja, gar nicht, wem willst du das auch anlasten, ne? Also den ja, aber zum Schülern, den Beispiel mein Lehrern, den Mann, Eltern. der lernt richtig mit denen. Ich habe das Gefühl, dass denen das eigentlich manchmal ganz gut tut, weil die Klassen sind ja oft auch so groß. Ja, Ja, dass ja. diese, wenn du wirklich das verstehst, was die machen, diese 1-zu-1-Betreuung, ist natürlich viel Streit zu Hause, ist ja klar, ne? Ja. Türen zu, Türen auf, ne?
zeig mir das. Nee, nicht gemacht. Und weißt du so, ich Ja. halte mich da völlig raus, weil ich Dann sei verstehe gar nicht. froh. Ja, ich kann das nicht. Ich kann Ja. das nicht. Ich könnte es auch nicht. Ich könnte es auch nicht. Mein Kind ist glücklicherweise gerade so jung noch, dass sie noch nicht in die Schule kommt. Das heißt, mit ein Ah, noch bisschen, nicht. noch nicht, noch nicht. Mit ein bisschen, also interessiert genug wäre sie, aber sie muss erst nächstes Jahr. Und jetzt ist es vielleicht so, mit ein bisschen Glück fliegt sie da gerade so durch, dass sie im nächsten Jahr so wieder mit Schultüte und Eltern dabei und so. Das wäre natürlich sehr schön, weil das, was jetzt gerade ist, also für die Kinder, die jetzt eingeschult werden Yes. und für die Kinder Mein. bzw. Jugendlichen, die jetzt ausgeschult werden, ist das natürlich auch totale Scheiße. Und da musst du dir auch nochmal vorstellen, das ist jetzt ein ganzer Jahrgang von Abiturientinnen, die im Anschluss nicht nach Australien können. Was Der sollen die in ganze Australien Kontinent, machen? naja, der ganze Kontinent Australien ist ja früher nur entworfen worden, damit junge Frauen nach dem Abitur wissen, wo sie hin sollen. Das ist ja immer so Hä? gewesen. Ja klar, die Wer ganze ist denn nach Generation, Australien nach dem alle, Abitur? alle. Warum denn? Ja, weil das war doch immer so. Die Was? Also Jungs seid bei dir in sind. Recklinghausen. Ich habe noch Nein, das war nie so. gehört, dass Ja, jemand nach. klar. Ganz viele Mädchen natürlich nach Australien, Aber was immer. haben die denn da gemacht? Naja, Work and Travel und so, klar. Also die Jungs, natürlich ist ja schon eine Weile her, aber die sind. Früher natürlich sind die Jungs immer zum Bund oder zum Zivildienst und die Mädels dann alle irgendwie nach Australien oder so. Also, Und das war Vicky, zumindest das bis vor höre ich kurzem das so. erste Mal. Echt? Ja, hör dich mal um. Ja, hör dich mal Warst du um. denn beim Zivildienst? Ich war beim Zivildienst, ja, aber wie lange ist denn das her? Ne? Ist ja über 20 Jahre her. Ja, ich war beim Zivildienst, selbstverständlich. 13 Monate. Und zwar nicht einen Tag, nicht, ich war nicht einen Tag krank. Nicht einen Tag gefehlt. Ja. Wirklich? Ja. Ich Und habe was das auch hast du gerne gemacht gemacht. im Zivildienst? Wo warst du? Ich war beim mobilen sozialen Hilfsdienst, bei der AWO in Castrop-Rauxel. Das heißt, Bei ich habe der mich um, AWO, ja, ich habe mich Arbeiterwohlfahrt. um, genau, ich habe mich um alte Leute gekümmert. Ich habe mich um Behinderte, also Menschen mit Behinderung gekümmert. Ich habe mich um, damals hießen sie Messis, also Assis, damals hießen sie noch Assis, Nee, jetzt dann Assi als hieß das Behinderte. nie. Am Doch, Messi bei war uns, doch ja, der. bei uns, Nee, ja, bei Messi uns, ist doch also der, der die interner. Wohnung nicht halten kann. Genau, ja. Das ist Und aber das kein war, Assi. ja, bei uns war das natürlich der Jargon, bei uns war das natürlich alles, ja, klar. So, nein, wir haben Messi-Buden ausgeräumt, richtig. Aber Messi ist eine Krankheit ja gewesen, zumindest. Ja, ist auch heute noch eine Krankheit. Naja, aber ein So. Assi ist ja der, der sich entscheidet, so zu sein. Ja, das ist aber eine sehr philosophische Frage. Das muss man vielleicht im Nachhinein. Also ich bin ja schon mal sehr froh, dass wir den Begriff Asi beide mit einem S schreiben und sprechen. Das ist ja schon mal das Minimum, ne? Das ist ja eigentlich das, was mich an der ganzen Causa am meisten aufregt. Das ist eine interessante Frage, ob der Asi frei in seiner Entscheidung ist, ein Asi zu sein oder nicht. Ja, So, jetzt glaube kann man ich. jetzt. Ja, meinst du? Ich weiß nicht. Hängt davon ab, also definitorisch ja auch ein sehr weites Feld. Denn ein Assi ist ja auch jemand, der zum Beispiel jetzt in pandemischen Zeiten bewusst sagt, ich lasse meine Maske weg und huste jemanden an. Der ist ja auch ein Assi, weil er sich ja asozial verhält. Ja, aber So. Moment, kann mal jemand da draußen ganz kurz das noch mal googeln, was im Duden zu Assi steht? Weißt du das? Ich weiß das nicht. Ich weiß auch nicht, aber wahrscheinlich jemand, der sich asozial verhält. Das ist ja erstmal im Kern, da kommt es ja her. So wie es Ja, aber momentan deshalb von ist ja, vielen. wenn jemand sich asozial verhält, Ja. ja, ein Messi Ja, verhält sich ja das. nicht asozial Nein, quasi. das stimmt. Das stimmt. Ja, also möglicherweise doch, weil er am Sozialleben nicht teilnimmt. So, insofern Ja, verhält er klar. sich asozial, weil er am Sozialleben nicht teilnimmt. Und möglicherweise sogar vielleicht am eigenen Sozialleben mit sich selber schon nicht. Also der hat ja selbst vielleicht wahrscheinlich sogar den Kontakt zu sich selber verloren. Aber das müssten vielleicht mal Menschen klären, die ausgebildete Psychologen sind, die Ja, das das dann interessiert mich, erklären weil könnten. ich Ja. habe, weil Messi, ich habe tatsächlich mal eine Frau gekannt, Ja. ja, und das hat mich, das ist Jahre her, mit der, die kannte man so, da war ich, wie alt war ich, 17, 18, mit der bin ich Ja. so um die Häuser gezogen, in eine Disco. Und die Ja. war immer aus dem Ei gepellt. Immer, Ja, ja. ja, ja. Die hatte nur so einen ganz leichten Parmesangeruch an sich. Okay, ja. So, und das hat mich immer irritiert, ja, weil Ja. ich so das Gefühl hatte, die war so perfekt und dann Ja. habe ich immer gedacht, das muss die doch riechen. Ja. Ich habe so eine empfindliche Nase, ja. Ja, ja. Und die hat mich aber nie zu sich reingelassen. Die hatte schon eine eigene Wohnung, die war 3 Jahre älter und kam Ja. immer runter. Und irgendwann
ich habe immer gesagt, nee, ich komme runter. Da konnte es ja nur klingeln, ne? Da hat sie ja noch kein Telefon und sowas. Ja, ja. Und irgendwann rief die mich auf Festnetz bei meiner Mutter an. Ja. Und hat geweint ganz schlimm, ob ich bitte kommen kann. Sie hat ganz großen Ärger. Sie fliegt aus der Wohnung raus. Du, und dann okay. bin ich dahin. Dann hat die mich, ja. und ich wusste gar nicht, was ist. Und dann stand die zitternd in der Tür. Ja. Und ich bin in diese Wohnung. Ich weiß gar nicht, wie ich da reingekommen bin. Und es war, das habe ich überhaupt in meinem Leben noch nicht gesehen. Also das war ist für mich und seit, also, ich weiß, also, und die, das war krankhaft. Weißt ja, du, wir ja, haben dann ja. das war ganz schlimm. Wir haben dann 10 Tage lang diese Wohnung entrümpelt Ja. und diese Küche, du hast die gar nicht, Ja, also ja. der Kühlschrank, der war, also das war, ich kann dir das, es war Ja. auch Tiere und so, und das war so ganz, und die war wirklich hilflos. Die hatte Ja. überhaupt, die kam überhaupt nicht dran. Und dann ist die umgezogen und dann haben wir alles schön gemacht. Und dann habe ich mich mit der Enger befreundet, dann durfte ich auch immer kommen. Und es war auch immer okay. Und irgendwann flogen aber ganz viele Fliegen wieder in der Wohnung. Ja. Weißt du? Und dann hat sie so Fliegenaufhänger gehängt. Und dann Okay. habe ich gemerkt, da muss jemand, da muss eine Therapeutin her. Ja, ja. Oder du musst in so eine, jemand kommen, der da, das kannst du als Freundin nicht auffangen. Nein, natürlich nicht. Nein, nein, das ist also nach allem, was wir wissen, ein Krankheitsbild. Und genau, um darauf zurückzukommen, also das war zum Beispiel etwas, was wir im Zivildienst auch gemacht haben, dass wir uns einfach um die Wohnung gekümmert haben und die dann entsprechend entrümpeln mussten. Im Zweifel auch im Beisein dieser Person, die natürlich unfähig war, sich sowohl der Wohnung als auch ihrer selbst anzunehmen. Was ich auch gemacht habe, war halt, dass ich mich um sozial Schwache gekümmert habe und dann für die Einkaufsgänge gemacht habe oder mit denen zusammen irgendwie für ihre Gutscheine, die sie vom Amt gekriegt haben, Tabak gekauft habe oder was weiß ich oder so. Das war eine sehr schöne Aufgabe. Also ich habe das gerne gemacht. Ich fand das sehr, das hat mir sehr viel gegeben und es hat habe ich auch behalten. Also das sind Dinge, Ja. die sich so eingeprägt haben, dass das auch heute noch nachwirkt. Würdest du Ja. auch wieder machen, wenn Ich du würde es jetzt, wieder wenn machen. man Ich würde es Zivildienst hätte, sozusagen? Wieder machen. Ich weiß, das ist immer auch da schmaler Grat. Ich würde es aber auch verpflichtend machen. Ich würde es zu einem verpflichtenden sozialen Jahr machen, das jeder als Dienst an der Gesellschaft abzuleisten hat, weil ich mich natürlich damals nach der Schule wahrscheinlich auch eher für ein Jahr PlayStation entschieden hätte, als jetzt irgendwie für Wenn es Zivildienst. die schon gegeben hätte. Wenn's, doch, die gab's da schon, die gab's da schon. Allerdings die PlayStation 1. Das würde ich dringend empfehlen. Also ich glaube, unsere Gesellschaft wäre vermutlich eine noch bessere oder achtsamere, wenn man jedem Menschen, Mann wie Frau, sagen würde, nach der Schule dieses eine Jahr Dienst an der Gesellschaft machst du, um einfach auch einen Blick auf die Gesellschaft zu haben, den du sonst nie mehr haben wirst. Denn manche kommen halt direkt aus der Schule in den Hörsaal. Und dann geht es ins Berufsleben und du wirst vielleicht nie Kontakt haben mit Menschen, die sozial schwach sind, die von der Gesellschaft abgekoppelt sind oder die halt einfach auch alt sind. So, bis du halt selber alt bist, aber dann hast du auch keine Möglichkeit mehr. So. Und das würde ich dringend mir wünschen. Ich glaube, es wäre gut. Es ist ja auch völlig verrückt, entschuldige, das meine ich jetzt auch nicht angreifend, aber es gab ja, es gibt ja jetzt, in Bayern geht es ja jetzt zurück, dass du wieder 13 Schuljahre hast, Gott sei Ja, Dank, weil ist diese gut. 12, also nehmen wir mal an, du bist mit 6 ein oder 5,5 eingeschult, so Ja. ungefähr, dann bist du mit 18, 17, 18 raus, dann machst du ein Studium, ja, dann bist du Arzt mit 24. Genau. Also entschuldige, ja. also was will der mir denn erzählen, wenn ich da bin? Absolut. Ja, ein Weißt du, bisschen, dann genau. sage ich, Ja, Herr ja. Doktor, können Sie mal die Chefärztin holen. Sie hätte Ja, gerne. und also jetzt mal ganz blöd gesagt, dieses, also genau, dieses G8, dieses Power-Abi und danach dann direkt studieren und ausstudieren, das ist ja, manchmal hat man das Gefühl, dass das entspringt ja so ein bisschen dem Gedanken, dass man Angst hat, China gegenüber irgendwie den Konkurrenzkampf zu verlieren. Kannst du eh vergessen, weil China, nach allem, was ich gelesen habe, werden wir eh nicht mehr aufhalten, sondern besser alle schon mal Kantonesisch und Mandarin lernen. Aber ich glaube, dass es einfach der Gesellschaft sehr zuträglich wäre. Es macht uns alle empfindsamer und sag ich ja, es ist wie so ein Auslandsjahr im Inneren. Das, was du da siehst, das, was du erlebst, das, was du machst, das prägt dich und es erweitert deinen Horizont. Es kann nicht Ja, schlecht sein. ich finde, ich finde irgendwas in diese Richtung, und wenn man auch, also
irgendwas, dass man sofort ins Studium geht, finde ich auch verrückt. War das? Und jetzt, wie immer, unsere beliebte Rubrik 7 Fragen aus Oha. 77. Wähle mit Bedacht, denn nun geht es auch ans Eingemacht. Die müssen wir jetzt schnell machen, Micky, weil du musst ja früh aufstehen. Wir haben schon wieder, es ist schon wieder sackspät. Ja, die Zeit nehme ich mir noch. Wir müssen ein Foto machen. Wir müssen erst ein Foto machen. Ah ja, okay. Pass auf, du wirst mein, das ist jetzt ein bisschen doof, weil Insta ist geändert, du wirst mein Unterteil und ich werde dein Oberteil. Sehr und gut. Ihr Lieben da draußen, ihr macht ein schönes Foto, verlinkt uns beide und stellt das in die Story. Da freu ich mich. Guck mal. Micky, du musst hoch. Ach so, wie, was, ich muss hoch? Du musst hoch, guck mal. So, wie, so hoch? Ach so, ah, ich verstehe, okay. Okay. Warte. Nasenspitze. Guck mal, wir passen aber gut. Sehr gut. Nee, nicht so kurz. Das musst du länger machen. Wie länger? Ich habe doch schon. Ja, achso, ich machen hab, achso. Unsere Zuschauer machen noch einen Screenshot. Jetzt musst du mal nett lächeln, einen Kuss werfen. Ja. So. Sehr gut. Ich hatte für mich einen Screenshot gemacht, ja. Nee, du musst den nicht machen. Ja. Du, ich bin ja, ich war schon so häufig jemand des Unterteil. Das ist die Art, wie ich es in die Medienbranche hineingeschafft habe. Aber höchstwahrscheinlich auch schnell wieder rausschaffen werde. So. Ja. Du warst jedermanns Unterteil? Jemandes, nicht jedermanns. Jemandes Unterteil. Ne? So. Hä? Ja, komm. Gut, dann komm. Ist jetzt auch zu hoch für mich, das Unterteil, komm. Aber. Du sagst jetzt mal, pass mal auf, wir machen 7 aus 77. Ja. Ja? Ja. Oder wir machen 6 aus 77 eine intime Frage. Was willst du? Mach 6 aus 77 und eine intime Frage. Es ist doch am Ende immer das, was dann, das ist doch, das muss doch drin sein. Das muss drin sein, finde ich auch. Du sagst mir eine Nummer. 8. Hast du schon mal aus Wut etwas kaputt gemacht? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon technische Geräte auf den Boden geschmissen, weil sie nicht gehorchten. Ja, weil sie einfach nicht gehorcht haben. Ich bin nicht gut mit Technik. So, ich habe auch schon mal die Fernbedienung nach jemandem geschmissen. Ist allerdings auch schon 25 Jahre her, wenn ich mich recht erinnere. Aber Technik, so, ich habe schon mal Technik einfach auch. Ja. Ja. Das soll man ja übrigens machen, wenn es brennt. Ne? Ja. Soll man ja gar nicht nur Feuer rufen, sondern man soll ja den CD-Player aus dem Fenster schmeißen. Weil die Nachbarn sich dann melden, oder? Ja, weil die Nachbarn sich melden, wenn du was aus dem Fenster schmeißt. Ja, interessant. Ja, ist wohl wirklich so. Also du sollst, oder wenn auch was passiert, nicht Hilfe, sondern was rausschmeißen. Ja, oder vielleicht kurz, wenn das Haus brennt, dass du kurz runter an die Tonnen gehst und dann einfach ins Altpapier einen Joghurtbecher legst, dann hast du eigentlich innerhalb von Millisekunden in Deutschland hast du eigentlich mindestens Ordnungsamt, meistens aber auch noch die Aber Polizei, nicht in der Nacht, hör mal. Ja, doch, Nacht. Doch. Ich, bei Einzel. Den Nachbarn, die ich, ja, doch. Ja, okay. Also hast du das kaputt gemacht. Neue Nummer, bitte. 17. Ach, eine schöne Frage. Das ist eine meiner Lieblingsfragen, die habe ich auch Herrn Jauch gestellt. Oh. Wärst du lieber unattraktiv und steinreich oder top aussehend und arm? Ja, und weißt du, was der Jauch gesagt hat? Frau Uhling, ich habe mich schon vor langer Zeit entschieden. Ja, den hat er natürlich, der lag natürlich auch wirklich auf dem Elfmeterpunkt. Ne? Aber das ist schon schlagfertig, Entschuldigung. Ja, total, fantastisch, fantastisch. Ja. Ja, ich sag's dir so, ich kratze lustvoll am Existenzminimum und fahr gut damit. Ja, verstehe mich, ich begreife mich an dieser Stelle als der Anti-Jauch. So. Ja, natürlich. Ja. Ich begreife das auch. Wie gesagt, du wärst mein Beuteschema gewesen vor 25 Jahren. So, ne? Ja. Bisschen jung, damals ein bisschen jung. Ich habe eher 2 Jahre älter. 2 Jahre jünger war schwierig. Ja, das stimmt. Das ist bei Mädchen ja immer so gewesen. Ja, das war auch damals für mich keine freudvolle Zeit. Ja. Bittere Zeit, oder? Ja, schon. Ja. Man darf nicht nach den Sternen greifen zu früh. Micky, nächste Frage. 23.
Die schönste Stadt, in der du warst. Da gibt mehrere Städte, die ich mag. Die haben aber alle irgendwie, die ähneln sich alle in gewisser Hinsicht. Die sind jeweils nur die nächstgrößere. Tatsächlich mag ich sehr gerne Amsterdam, ich mag sehr gerne London, ich mag sehr gerne New York. Und diese Städte ähneln sich natürlich, weil sie immer die jeweils nächstgrößere Variante voneinander sind. Amsterdam und New York, wirklich wahr? Ja, die haben alle eine gewisse Ähnlichkeit, ja. Sag New mal. York, New York galt ja auch so ein bisschen quasi als New Amsterdam damals, ja. Ach echt? Das wusste ich Ja, gar nicht. ja, ja. Und du lebst jetzt ja freiwillig in Hamburg, ne? Das kann man ja auch ganz gut aushalten, Ist ja. ja meine Lieblingsstadt. Ist ja auch eine tolle Stadt. Wirklich ganz wunderbar, ja. Wobei ich München ja auch sehr, sehr liebe. Ist eine Gut. ganz, ganz tolle Stadt. Also München Ja. ist toll zum Kindergroßziehen. Ja, dann muss ich ja nochmal ran, ne? Ja, So, weil in ja. München ist, das ist so, ich finde, München ist so safe. Ja, ja. Weißt du? Ja, So, klar. so München ist ja die ganz. einzige Stadt Deutschlands, wo ich mich nicht traue, bei Rot über die Ampel, über die Nee, da Fußgängerampel hält zu sich auch gehen. die Polizei an. Und Ja, weißt du ja. warum? Weil nämlich in München, das ist ganz interessant, aus dem Landkreis kommen die ganzen Polizistinnen und Polizisten, wenn die ausgelernt haben, um Ja. dann ihr Jahr da zu machen, um dann höher zu Ach steigen. so, und Und die sind deshalb natürlich sind die alle alle so motiviert. heiß. Ach, Ja. scheiße, okay. Das ist doch so viel Polizei. Verstehe. Wurde mir mal gesagt, ob das stimmt. Ich habe keine Ahnung, aber es Ah, wurde mir gesagt. klingt Oder? einleuchtend. Ja, schon. Nächste Frage. 35. Was ist das Romantischste, was du jemals, was, das, entschuldige bitte. Was ist das Romantischste, das jemals jemand für dich getan hat? Gibt es das? Das Romantischste, was jemals jemand für mich getan hat. Ich glaube, wahrscheinlich grundsätzlich ist so lange mit mir auszuhalten, würde man sagen. Das ist ja also gar nicht so als, wahrscheinlich gar nicht als romantisches Momentum, sondern so als Grundgefühl, als romantisches Grundgefühl. Das würde ich eher sagen. Ja, das kann man so Das. sagen. Ja. Also das ist schön. Ansonsten, ja, das ist es, glaube ich, eher. Es ist also eher so eine romantische Langstrecke. Das, ja, das würde ich so sagen, ja. Und was war das Längste bis jetzt? An Beziehung? 9 Jahre. 9 Jahre. Ja, Oh, ich das ist weiß, aber das lang. ist viel zu lang, ja. Ich meine, entschuldige, du bist ja noch gar nicht so alt. Ja, das, naja, aber schon lang genug, also alt genug, um schon mehrere langjährige Beziehungen gehabt zu haben, aber. Naja, aber man hat ja gar nicht, wenn man mal ehrlich ist, so viel langjährige Beziehung hat man ja gar nicht. Weil man ist ja dazwischen, muss man ja auch wieder pausieren und muss Ja, ja zu das sich ist finden, muss richtig. das verarbeiten. Das stimmt, das stimmt. Ich strebe aber an, diesen bisherigen Rekord zu brechen und bin da sehr zuversichtlich, dass Ja, das das ist gut. Das ist aber gut. gelingen kann. Das Ja. heißt, du bist eher ein Paartyp. Früher war ich es nicht, aber die Frauen, die ich kennengelernt habe, haben mich zu einem Paartyp gemacht. Also du warst doch das, was ich vermutet habe vor 25 Jahren. Ja, schon eher, ja, schon eher. Und dann gab es ein, zwei entscheidende Frauen in meinem Leben, die mir den Zauber der langjährigen Beziehung näher gebracht haben. Und jetzt bin ich ein Paartyp. Ja. Finde ich einen sehr schönen Satz. Finde ich sehr schön. Bitte die nächste Frage. 47. Wie kommst du denn auf 47? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Dein schönstes Weihnachtsgeschenk deiner Kindheit war? Mein schönstes Weihnachtsgeschenk meiner Kindheit war. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, irgendwelche ferngesteuerten Autos waren immer sehr gut, wobei ich ja noch einer Generation angehöre, wo dann regelmäßig die Batterien dazu vergessen wurden. So war das also kein besonders freudvoller Heiligabend. Ja. Batteries not included. Du Genau, sitzt da und genau, es gibt genau. Das nichts mehr ist. in Das war jeder eine Stunde. regelmäßige Erfahrung, die ich da machen musste. Das war sehr unschön. Ich erinnere mich nur an diverse Weihnachtsmorgen, an denen ich TKKG-Kassette hörend irgendwelche Dinge aufbaute. Und es war so schön, weil man, also es ist jetzt gar nicht so gekoppelt an eine Hatte die bestimmte auch? Sache, sondern eher so dieser.
dieses Gefühl, morgens, wenn die anderen noch schlafen, im Kinderzimmer schon eine Kassette zu hören, etwas aufzubauen, was man am Abend vorher geschenkt bekommen hat, und dann ganz in Ruhe sich dem zu widmen im Kinderzimmer. Das weiß ich, das war sehr schön. Kannst du Ja. das noch, das Lied? TKKG, die. Warte, wie geht's nochmal? Ich habe es auch immer gehört. Natürlich. Ich hatte 40. TKKG, die Profis sind spät. Ja, TKKG, die Profis sind TKKG. spät. Für sie überall. Tarzan, Karl und Klößchen. Und Ja, dann die Pfote. jetzt wirfst du aber zwei Melodien durcheinander. Es ist, die eine war die ganz alte TKKG-Melodie und dann kam die neuere. Die kam Ich dann kenne nur die ungefähr ab. alte. Ja, nee, du hast am Anfang hast du noch die neuere gesungen und dann Wie bist du ging die plötzlich in die alte? Wie ging die alte? TKKG, KKG. TKKG. Und dann irgendwann, TKKG. ja, und dann switchte es aber Tarzan, irgendwann so. Karl und Klößchen und Gabi Genau. die Pfote. Ja, das Ja. sind wir. Ich Die glaube, die tollen neuen. vier? Oder die neuen vier oder Die so waren die neuen damals ja, vier, die ne? neuen vier, ja. Kannst du für Freunde noch singen? Auch da muss man aufpassen. Gibt ja zwei Melodien. Das eine ist die Hörspielkassette. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Nee, Anne und Ann George und und Timmy George der und Hund. Timmy der Hund, wir Wir sind sind die die besten besten Freunde. Freunde, Yeah. yeah. Wir halten immer zusammen, was immer auch kommt. Wenn dir spannend wird, dann sind wir dabei. Wie Genau, geht's weiter? so. Julian, Dick, Anne, George und Timmy der Hund, yeah. So halt, ne? Ja. Ja, ich liebe Aber dann es. gibt es ja noch die Fernsehserie. Die hatte nämlich, es gab eine Fernsehserie, die in den 70ern gedreht wurde. Du, waren immer sich ein Abenteuer lohnt. Angst und was kennen wir nicht, denn das sind wir gewohnt. Habe nie Ja. gesehen. Ja, Guck mal, fünf die Freunde, Leute das schreiben alle sind gerade, wir. Bibi Blocksberg kann ich auch noch. Bibi Blocksberg, du kleine Hexe. Ist aber auch, das ist aber auch schon die zweite Melodie. Ich bin 45. Ja, aber die erste war noch, die erste war so eine ganz räudige, schlechte Melodie, die dann noch nicht mal einen Text hatte. Nein, nicht bei Bibi Blocksberg. Und Benjamin Blümchen, kannst du das? Auf einer großen grünen Wiese sitzt ein großer grauer Berg, streckt die Beine in den Himmel. Neben ihm, da liegt ein Zwerg. Nein, der Zwerg, das ist ja Otto. Und der Berg, ein Elefant, der ist freundlich und kann sprechen. Und liegt gerne in der Sonne. Um ihn rum, da schwirren Bienchen. Ja, das bin ja ich, Benjamin Benjamin Blümchen. Blümchen. Tschere. Ja, Auch. weißt du Hey. Bescheid? So, Nächste Frage. 63. Und dann kommt schon die Intime. Sehr gut, weil dann muss ich auch, bevor die Ja, ich Intime, weiß, also du musst schlafen. ja, aber die Intime, die nehme ich natürlich noch mit. Also ich hau nicht vor Intimen Nee, das wäre Frage mir ab. auch wichtig, dass du die noch. Dass, pass auf. Eine Fee erfüllt dir drei Wünsche. Welche wären das? Ja, natürlich unendlich viele Wünsche, dann kann sich die anderen beiden sparen. Ist ja völlig Na, du bist klar. ja wieder Sams. Ja, natürlich, ja, wäre sie auch schön doof, die Fee, ne? Ja. Ach, weiß ich gar nicht. Ich bin Ja gut, wirklich dann haben wir das. das. Das haben wir. Man würde es gar nicht glauben, aber ich bin wirklich sehr zufrieden. Also ich könnte dir nur mit den, ich könnte dir nur die Standards liefern: Gesundheit, Glück, Zufriedenheit. Aber ich bin ja sehr zufrieden. Es soll eigentlich im Grunde genommen weitestgehend so bleiben, wie es ist. Da bin ich schon happy. Ja, dann muss ja auch nicht. Ne? Ja. Also ist auch eine schwierige Frage. Wäre wahrscheinlich Ja. interessant. Ja, ich sitze halt wirklich nicht da tagsüber und denke so, welche Wünsche könnte ich mir noch alle erfüllen? So was, Hast du ich das würde nie gerne noch. gehabt? Nie? Doch, bestimmt habe ich das gehabt, aber derzeit befinde ich mich eigentlich in der Situation, dass alles weitestgehend sehr schön ist und ich es eher dabei belassen würde, anstatt dass ich das Gefühl habe, ich hätte jetzt gerne noch so wahnsinnig viele Dinge, die ich mir. Also ich würde schon gerne noch ein paar Sachen machen, ne? So. Ja, klar. Würde Aber ja, aber das gerne. kannst du auch machen. Da muss mir die Fee nicht die Wünsche für erfüllen. Nein, dafür brauche ich keine Fee. So, Das ist das meine richtig. ich. Ja, Ne? genau. Das ist So. richtig. Ja. Also, eine intime Frage 1 bis 16. Ach, dann nochmal von, also intim, okay, im Nur eine Intim. Nummer. Nur eine Nummer sagen. Ja, dann nehme ich Nummer 7. Dein Partnerin, dein Partner kommt von Shopping zurück und zeigt dir die neue Kleidung, die Ja. dir absolut nicht gefällt. Ja. Wie reagierst du? Also erstmal ist es in unserer Beziehung so, dass tendenziell wahrscheinlich eher ich die Person bin, die vom Shopping kommt, weil ich deutlich mehr Kleidung einkaufe als meine Frau. Das ist schon mal Punkt 1. Ich glaube, da wir wirklich eine sehr unverstellte Kommunikation pflegen,
gibt es Mikroexpressionen, die sehr deutlich darauf hinweisen würden, dass es jetzt nicht zu hundertprozentig mein Geschmack ist. Aber ich bin da dann, also ich würde grundsätzlich schon signalisieren, wenn dir das gefällt, dann zieh es an. Du wirst dich ja enthusiastisch dafür entschieden haben und du wirst es gut finden. Ich werde aus meinem Herzen aber in dem Falle keine Grabbelkiste machen können und man wird es mir vermutlich ansehen, dass meine Begeisterung darüber etwas geringer ist als die Begeisterung für viele andere Teile ist, die sie trägt, die mir sehr gut gefallen. Aber So, es ist ja, glaube ich, der schlimmste Satz, wenn man nach Hause kommt und der Partner sagt, du, wenn es dir gefällt, dann naja, zieh ja es an. gut, ja gut, aber Das ist ja ganz schlimm. ja, aber im Umkehrschluss ist es natürlich so, wenn ich jetzt wiederum etwas habe, dann sagt die natürlich im Zweifel auch, was das denn für eine Scheiße. Ja, So. eben. Ja, das kommt schon vor. Aber So, das ist ja. besser. Was ist das Ja, denn für eine Scheiße? das ist natürlich besser, ne? So, ja. Weil wenn es dir Ja. gefällt, dann zieh es an, da hat man so das Gefühl. Ja. Aber Naja. das sind Nee, aber Männer. das. Entschuldige, das sind Männer. Das ist wie Das. Valorio mit dem blauen Kleid. Da, ja, aber das habe ich auch mal gehabt. Ich habe mir mal irgendwann mal so ein paar, so wie, ich sage jetzt mal Slipper, ja, also Slipper, so für den Sommer. Aber die waren halt eigentlich ganz geil, so Wildleder. Die sahen super aus. Und dann wusste ich aber schon, ah, es könnte sein, dass das so. Und Nicht dann so war ich. ankommt. Da war ich auf Reisen und dann bekam ich so eine WhatsApp mit einem Foto. Da standen diese Slipper mal auf dem Foto und die hatte ich schon so im Schuhschrank, schon so ein bisschen so abseits. Und da stand nur, was ist das denn? So. Da wusste ich schon, okay, die werde ich einfach nie anziehen. Werde nie anziehen. Oder meine Frau ist ja Flugbegleiterin, die ist jetzt gerade in New York. Also jetzt wäre gerade eine gute Gelegenheit, die jetzt einfach mal anzuziehen. Ja, Weil jetzt das wenn's, kriegt sie ja aber nicht was mit. machst du jetzt mit diesen hellbraunen Slippern? Ja, die sind sogar hellblau, muss ich ehrlicherweise sagen. Die waren Nein. auch farblich ambitioniert. Ja, die sahen aber wirklich geil aus. Zu so einer dunkelblauen Hose sahen die sehr gut aus, aber ja, es, ja. Manche sagen, geh nicht. Du gehst Ja. jetzt ins Bett, Apokalypse, Ja. Filterkaffee. Ich möchte Genau. diesen Podcast sehr empfehlen. Da hätte ich jetzt mit dir auch noch viel drüber reden können, weil ich habe diese Pommes-Geschichte gehört und möchte sagen, dass ich finde, dass Pommes natürlich ein UNESCO Weltkulturerbe ist. Weltkulturerbe, Für selbstverständlich. mich ohne Ja. Frage. Ja, Entschuldige. oder? Ja. Oder? Ja. Also Pommes rot-weiß geht nichts drüber. So Also ist es. entschuldige. Ja, Ist natürlich. So, so. richtig so. Ja. Ja. Es war mir eine Freude, ein Fest. Kann ich Ich nur danke dir. zurückgeben. Sehr Pass gerne. auf dich auf. Thanks Und for wer having reinhören me. möchte, überall, wo es Podcasts gibt, Ja. Apokalypse Filterkaffee, ab morgen früh, wann ist es online? 6 Uhr. Na, viel Spaß um 4 Uhr nachts, ne, beim Aufnehmen. Vielen Dank, vielen Dank. Macht's Tschüss. gut, ihr Lieben. Ciao, ciao, Ciao. tschüss. So, klinke ich mich jetzt Jetzt. an. Du klingst dir, du drückst jetzt aufs Kreuz. Ach, guck, das schaffe ich. Meinst du? Schau mal. Weil ich muss euch ja noch was sagen. Ihr Lieben, jetzt kommt die Überraschung. Heute kommt die Überraschung. Es war total schön. Micky Beisenherz, vielen, vielen, vielen Dank. Ich möchte euch eine Überraschung sagen. Wer sozusagen, also erstmal zu sagen, am Dienstag kommt was anderes. Da kommt nicht Uhlig Shopping Paradies. Das kommt ja nicht so oft. Das sind ja nur ausgewählte Sachen. Das wird im April wiederkommen. Wer Lust hat, dabei zu sein. Und ich fand ganz toll, dass ihr dabei wart. Viele von euch waren dabei. Es hat mich sehr gefreut. Und also, wer das vielleicht gesehen hat, ich möchte euch die Überraschung sagen. Das sind ja die drei Sachen. Sozusagen das Special Cleansing Gel, dann den Pre-Cleanser und Invisible Physical Defense, die super Sonnenmilch, die physikalische. Und die habt ihr ja gesehen, wie ich das gemacht habe. Also wer das gesehen hat, das dann noch sozusagen jeweils zu den offenen. Das sind jetzt die leeren Packungen. Sozusagen die drei, zweimal die Packungen standen. Und das habe ich jetzt zurückgeschickt an Dermalogica. Und die haben gesagt, Quatsch, das hättest du nicht zurückschicken müssen. Das schicken wir jetzt einfach an zwei deiner Zuschauerinnen, Zuschauer, weil das ist ja für alle so zur Hauttyp Mann, Frau, egal was, egal welcher Hauttyp ihr seid. Und wer Lust hat, das zu gewinnen, der schreibt nachher, ich speichere ja das Video unter die IGTV-Videos, einen kreativen Kommentar zu, warum Frühlingsputz, warum muss man das, ich habe das dann euch reingeschrieben. Und so, und da habt ihr einfach Lust und bis Dienstagabend 18 Uhr und dann gewinnt ihr sozusagen, das gibt zweimal das Set und das wird dann zugeschickt, zweimal dieses Set, die sich das vielleicht, die es jetzt nicht sich bestellt haben oder die sich auch möglicherweise nicht leisten können, weil es jetzt zu viel ist, die schreiben doch einfach, völlig egal, jeder kann schreiben und ich suche einfach ein lustiges, kreatives Kommentar auf, warum auch immer. Kann kurz, kann lang sein, aber einfach so, genau. Und dann
wünsche ich euch eine ganz schöne Woche. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, nächsten Sonntag wieder. Da habe ich auch eine tolle Gastgästin, das verrate ich euch am Mittwochabend. Und ich hoffe, ihr kommt gut durch diesen ganzen Wahnsinn, gut durch die nächste Woche. Ich hoffe, ich habe mit der Frau Billow heute noch nicht gesprochen, ich hoffe, dass die morgen wieder am Start ist. Die schickt mir dann ja immer sozusagen den Morgengruß, den ich euch dann online stelle. Da hoffe ich ganz fest drauf, weil das brauchen wir im Moment alle, so ein bisschen Glück für die Woche. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, wir hören uns. Und wir sehen uns nächsten Sonntag live wieder in diesem Sinne. Oh Gott, jetzt habe ich vergessen, weil ich das so faszinierend finde. Es ist so herrlich mit euch auf meinem stillen Örtchen. Das möchte ich mal sagen. Schlaft schön. Habt eine tolle Zeit. Und das war es leider schon wieder. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Genießen Sie die Zeit, bis wir uns wiedersehen, wenn es wieder heißt, auf ein Wörtchen. Bei Uli Still im Örtchen.